So, herzlich willkommen nun zur Netatur. Ich habe mich nur kurz mal im TS gemutet, damit ihr kurz meine Anmoderation hören könnt. Und nun werdet ihr gleich mal in einen Channel von von mehreren Leuten eingeführt. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß in der Netatur. Sound auf einmal eine Todesnacht. Ich habe einen Wurftrank, weil eure Resistenz 6 Minuten lang geht. So, hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Kann man noch mitmachen oder ist es zu spät? Wenn du Dierrüstung, Tränke und all das hast, dann... Dierrüstung oder Eisenrüstung? Besser wäre ich relativ egal. Ach so, gut, dann geh ich nochmal nach und hol meine Dierrüstung anstatt der Eisen. Aber ich habe jetzt keinen Lava-Rebank mehr. Ich habe noch einen gegeben. Schön, danke. Warte mal kurz. Na, ich hoffe, alle bewandert in Jump'n'Run. Ja. Sicher. Oh Gott, sind das denn noch so Rätsel oder wie? So. Naja, nein. Gleich in der ersten Etage haben wir ein kleines Jump'n'Run mit einem Block Sand und Obsidian. Und in der letzten geht's dann erst richtig ab. Oh mein Gott. Ja. So, wo seid ihr? Ich bin am Spawn. Vor der Festung. Spawn. Ja. Ja, ich bin in der Höllenfestung da mit Signore. Moment, ich schalte mal. Moment. Seid ihr schon losgegangen? Nee. Okay, weil der Cock, der wird mir auch noch... Boah, ich hab noch 1-2 Sekunden Cooldown. Wenn ich euch führt, werde ich auch mit euch 2 Doppeltreppen hochgehen und das heißt, wir werden 2 Ebenen glatt mal überspringen. Oh, cool. Nice. So, das sind wir... Nee. Wie lange dauert das hier? Wie lange? Ja. Kann ich nicht sagen. Also mit so einer großen Gruppe kann es wahrscheinlich länger dauern, aber wenn ich da allein hochgehe und gut durchkomme, 15 Minuten oder so. Aber allein kommt man nicht durch. Dann rechne mal mit 20 Stunden. Allein kommt man nicht durch, so, das ist richtig. Aber wenn jemand drin ist, kann er einem aufmachen. Stimmt. Ach so, stimmt. Kann man das in sein Homeset? Muss man kurz mal das. Nein, kann ich weiß auf jeden Fall, dass man kann, wenn man zu zweit ist, dass man dann irgendwie so schnell die beiden, die 4 Flächen aktiviert, dass man da durch kann. Nein. Also, wenn, dann ist es sehr schwierig. Wir haben es mal probiert und das ist, geht nicht. Auch mit den Forten von Spout und Dauerrennen wird das nichts. Ja, irgendwann hat keiner mehr was fressen. Ja, fress ich mir ja ein bisschen was. Ich hab 20 Brote und nochmal 20 Steaks. Oh, ich hab mir einfach. Ich hab nicht mal Heilungstränke. Ja, ich hab nur 11 Steaks. Ich hab einfach nur. Ich hab einen Trank, 8 Minuten und einen Instant Health, 2. Speedtrank brauche ich glaube ich nicht. Ich brauch kein Essen. Na, Speedtrank nehme ich mal. Aber ich hab jetzt halt einen Navatrank mit. Das ist das Dobe. Wenn ich da reingehe, dann mache ich das sowieso nur, um da in die Kisten von mir ein bisschen mehr Eisen reinzubringen. Ich habe 4-6 Eisen mitgenommen. In Nether. Ja, ich habe da ja am Kisten stehen und so. Lol. Ich hab so genug Glowstone. Eigentlich brauche ich da gar nicht rein. Ich bräuchte eher Netherwarz. Und eigentlich bräuchte ich auch gar nicht führen, weil dann ist wieder mehr Glowstone auf dem Markt und dann wird der billiger und... Ach, nee. Ach, den werden eh irgendwann alle wieder verbauen. Und dann ist das Geschrei groß. Ja. Fenrit, kommst du aus der Sache nicht mehr raus. Oder so. Wie viel hast du? 28 Glowstone und noch und irgendwie ein paar gequetschte Glowstone Dust. Stacks? Also einzelne. Also 28 Glowstone selber? Aber bei mir leckt Minecraft Client mehr als Spout. Ja, das kann sein. Bei mir auch. Das kann sein, weil Spout hat teilweise ein paar Vorzüge. Vor allem seitdem der letzte Fehler, weshalb die FPS Lags waren, gepatcht wurde. Das war einfach nur Fehler in der Programmierung. Oh. Ja, da war aber der Speicher einfach zu voll geknallt, dass da nichts mehr ging. Ja, wir haben eine falsche Mappe gemacht und jeder hat gedacht, es leckt an der Minimap. Dabei war es einfach intern auf die Übergabe. Ja, ich würde mal sagen, solange können sich die Leute auch mal hier einfinden, ne? Ja, sorry, ich muss erst mal kurz nach Hause. Warte, ich muss noch joinen. Aktiviert mal, wann mache ich die Lavatränke? Sofort oder dann da? User ihr könnt sie timed out. In der ersten Ebene gibt es gleich ein kleines Lava-Jump'n'Run. Also da muss man nur kurz jumpen. Da dann nur auf dem Obsidian jumpen, sage ich schon mal für die Leute, die gutes Gedächtnis haben. Aber da würde ich den Lavatrank einfach in der Hand haben und wenn man reinfällt, trinkt man ihn. Das andere ist verschwenden.
Na schön. Geht das eigentlich auch, wenn man schon in der Lava schwimmt, noch einen Wurftrank zu schmeißen? Wahrscheinlich schon, ich hab's aber nicht probiert. Doch, das funktioniert, das habe ich beim BVB-Event gesehen. Aber wenn ihr Dia-Rüstung habt, macht Lava sowieso fast nichts, da könnt ihr ja fast durchschwimmen. Warte, ich hab Fire-Action 2 auf meine Chestplate. Was ist? Der wird nicht an. Dia-Rüstung ohne Verzauberung hilft gegen Lava auch? Ja. Ja, aber ich hab mit Protection, also mit Fire-Protection. Toll. Ich hab jetzt keine Zeit gehabt, das so nochmal zu zaubern, ich bin eh Level 0. Egal, nee, ich komme gleich, sobald ich meine Verzauberung fertig habe. Ich habe ein Bane auf Astrobots 3. Das ist für Spinnen, glaube ich. Eben. Ja. Ich habe mein gutes Smite 4 Schwert habe ich mitgenommen. Oh. Oha. Werfe 4. Smite 4 ist hoch. Ich habe Sharpness 1 und Fire Aspect 1 oder so. Oh, Fire Aspect ist gut. Jetzt kriege ich wieder von dir eine Nachricht. Wenn wir dann in Nether sind, sofort die Pigments angreifen, ne? Ja, auf jeden Fall. Wie viele waren euch schon mal im Nether? Ich einmal. Noch nie. Aber da habe ich auch dieses, diese Dias Equip für das bekommen. Okay. Gehe ich mal davon aus, dass viele auch noch nicht wissen, wie es denn überhaupt in der Höllenfestung aussieht, ne? Doch, in der Höllenfestung war ich schon mal. Ja, einfach, da sind ganz viele Spawner, die Wege sehen. Ja, die kenne ich. Und ich war einmal ganz oben, da waren richtig viele Spinnen. Oh, Hose, Feuerschutz 5, aber eigentlich hätte ich gerne einen normalen Schutz. Fano, geht's schon los? Nee, aber wenn du mal hier hingehst, wo ich bin, dann hörst du den Raum mit den Spinnen, den ich meine, wenn du Ton anhast. Seid ihr schon mit der Schmiederfestung? Ich höre leider nicht und es laggt bei mir zu doll. Ah. Ja, schon da? Okto kommt gleich noch nach. Also sind ja schon ein paar Vorgegangen. Nee, Alter, dann hol sie zurück, das ist ja vollkommen sinnlos. Ja. Ach ja, ich kann mich ja warten. Warten? Jetzt baut er. Ah ja. Ja, na klar, Warnung. Ach Terme, wenn ihr den Weg geändert habt, dann müssen wir ihn eben wieder neu finden. Hey, ist das ein Postkasten? Blumi? Nein. Termi, wann soll denn die Änderung gewesen sein? Boah, cool. Vielleicht heute nach? Vielleicht eben gerade? Genau, ich ja da gar nicht on war und das gesehen habe, dass nur 3 Leute on waren und genau die 3 Leute in TS waren. Wer sagt, dass er nicht den wenigst? Ja, wer sagt, dass er nicht ein Staff dabei war, der das nicht gesehen hätte? Also sind jetzt alle da in der Höllenfestung? Wer sagt, fällt nichts mehr. Ja, jetzt fällt es mir ein, ne? Ja. Okay, gehen wir los? Ja. Okay, dann aber bitte nicht zu viel reden. Nur wenn Probleme sind. Danke. Ja. Und geradeaus erstmal. Fenno sollte mal vorgehen. Oh, krass, weil ich habe 10 FPS, da kann ich nichts mit anfangen. So, und bei diesem Run bitte nur auf das Ideal springen und den Lavatrank in der Hand. Ah, ich bin so reingefallen, ich Noob. So, ich bin durchgekommen. Ja, ich bin jetzt schon fast tot. Weil das leckt so dermaßen hier. Ja, nicht so, also durch. Dann bitte bis zum Ende gehen und dann rechts. Ach ja, genau, so war ich auch noch. Verdammt, der kennt wirklich den Weg. Ich bin hinter Senior. Thermi wird jetzt schnell eine Wand ziehen. Ja, mit ersten 3 Ebenen sind ja nichts. Wir sollten versuchen, erneuert zu bleiben. Ja, das wirkt erstmal. Ja, die ersten 3 Ebenen angreifen. Da hat allerdings recht. Ja. So, hier bitte gleich links gehen beim Feuer. Wartet doch mal dafür. Spinne. Fehlen hier welche? Ja. Die 15 Leute ist rechts da. Wie ist zugleich? Ja, denn? Wow, ist scheiße. Ah, lag. Ach, bei mir geht's jetzt. Oh. Bleibt hinter. Gebt euch euren Vordermann am besten. Ja, Benno. Spinne. Brennspinnen. Ja. Vergiften die? Nee, das waren keine. Ah, die kleinen Spinnen vergiften, glaube ich, im Moment auch nicht. Da kommen jetzt die Creeper. Die Vergiftungsspinnen. Ja. Die Giftspinnen. Nee, die vergiften nicht. Die sind immer noch nicht da in Giftlaune. Oh, sehr gut. So, einen Moment. Wenn ich hier raus bin, habe ich wahrscheinlich zig Level. Warte. Nee, links gehen. Wow, Minispinne.
Links gehen, alle links bitte, danke. Lasst mal Fenno vor. Ich lauf lieber nicht vor, ja. Alle. Bewegung, gleich null. Alter. Einfach ja, durchlaufen. Ein bisschen schneller durch, wegen den Giftspinnen, die können schon nervig sein. Jetzt? Einfach jeder mal einen Zombie so, mitgeben. So, warte. Noch dazu. Hier bitte links gehen. Vorher links, ihr seid. Oh? Falsch? Ja, links bitte. Ja. Leute, lauft mal alle nicht zurück. Vor. Geht Fenno nach. Ja. Ja, wär besser. Ah, da ist es. Creeper. Wow. Scheiße. Hat da jemand Spaß am Spinnenspawn oder so? Kann man sich überhaupt gegenseitig? Nee, kann man nicht. Nein, eigentlich nicht. Gott sei Dank. Der glaube ich schon zu 15 Leute tötet. So, warte, einen Moment. Achtung, hier. Spinnen. Hier bitte links gehen. Ja. Was stirbt ist Terry? Ist Terry eigentlich bei uns? Ja, der ist wohl unsichtbar, glaube ich. Scheiße. Ich beobachte das. Euch. Ich mach gar nichts. Ich schau euch nur zu. Boah, ich sehe nur Leute überall. Ja, ich auch nur. So, als nächstes wäre eine Doppeltreppe hoch, schon damit ihr es wisst. Wer macht hier die ganzen Spinnen hin? Das ist doch nicht normal. Termi, spawnst du die oder so? Ich mach gar nichts. Hundertsten Mal. Vielleicht ja. Und so. Kein anderes Warum? Ist als ihr, wenn ihr irgendwie so, nicht hier links. Boah, jetzt ruckelt. Ja. Aber saumäßig. Ich spiele mit 10 FPS also. Wieder links. Jetzt laggt's wieder bei mir. Und jetzt sind wir gleich bei der Doppeltreppe. Oh cool, 2 FPS. Wow. Ey, wer hat hier noch ein Feuerspiel? Ja, ich hab ein Feuerspiel. Der Boxer ist noch da, aber der fliegt nicht. Schnell hoch. Boah. Ah ja, so ein Treppe.